nächstes Fahrzeug wieder ein Weinsberg, ein Campervan, der Weinsberg Cara Kompakt. Ja, Cara 540 MQ, steht für Querbett, ist in der Farbgestaltung, den Pepper haben wir uns schon mal im vergangenen Video angesehen. Hier haben wir den Weinsberg Cara Kastenwagen in Grautönen gehalten, auch von außen und innen. Der Pepper war schön mit diesen bräunlichen Tönen abgesetzt. Hier haben wir den Kastenwagen in den gräulichen Tönen abgesetzt. Ein Kastenwagen auf 5,40 Meter Länge. Ein schönes, kleines, kompaktes Fahrzeug für enge Gassen, Italien, Dolomiten, Spanien oder eben Skandinavien. Ja, Italien bietet sich bei Fiat ja regelmäßig sowieso an. Auch für die schmalen Straßen in den kleinen Dörfern ist das Auto ideal für gestattet. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit Aluminiumfelgen, also optisch ein Eyecatcher. Ja, sehr gefällig, sehr schön. So, fangen wir einfach mal an und gehen mal rum. Ja, hier kommen uns wieder. Wir nehmen mal die Tür direkt. Tagesraum ist an der Innenausstattung ein 2021er Fiat, aber komfortabel wie der andere auch mit dem Head-Up-Display, das uns alle Informationen während der Fahrt gibt, ohne dass wir auf irgendwelchen Bildschirmen suchen müssen. Fensterheber und Spiegel voll elektrisch, Weinsberg typisch und natürlich auch unsere Remise, Weinsberg typisch, komplett für beide Türen und den Windschutzscheibenbereich. Ja, die Verdunklung, leichten Griffweite. Ist ja auch kein Standard beim Camper. Nein, nein, nein. Viele haben mit diesen Saugnöpfen und die Dinger, die nachts immer irgendwo wieder runterfahren, genau dann, wenn man es am wenigsten haben will. Da empfehle ich die Rendsburger Hochbrücke, den Stellplatz, da schläft man eh nicht. Aber dazu später mehr. Dieselfahrzeug auch wieder mit Verdunklung. Ja, die teuerste Luke mittlerweile an dem Fahrzeug. Ja, Kassettentoilette. Tipfort. Schön weit hinten, ja. Und alles sauber verkleidet. Ja. Und da sehen wir auch wieder den kleinen weißen Windfaden rechts in der Ecke. Das ist die Schaltung für unseren beheizten Abwassertank. Ja, und Abwasser kommt auch direkt hier unterm Fahrzeug raus. Das Problem ist, wenn ich jetzt in die Hocke gehe, dann wackelt das Bild und ich komme gar nicht wieder hoch. Bei mir Schmutzwasserablauf und hier den Hahn. Zum Öffnen. Da geht er auf. So würde jetzt Wasser rauskommen, wenn man da drin wäre. Ja. Also alles in Reichweite, ohne Überrückung. Ja, wird besser. Von außen. Was auch besonders auffällt, finde ich, die schönen großen Fenster. Ja. Das werden wir sicherlich gleich im Innenraum noch mal genießen können. Absolut. Auch getönt, da wird die Sonneneinstrahlung uns gleich wahrscheinlich gar nicht stören. Viel Stauraum, besonders kleines Fahrzeug, oben große Klappen. Das Licht ist mit Touch and Go, hätte ich mal gesagt. Kontaktlicht, man braucht keine großartigen Schalter suchen, einfach drunter Licht an. Dicke Matratzen, ja, ganz so dick ist auch so, aber. Trotzdem für ein Reisemobil. Aber auf Lattenrost, oder? Und dann auf Lattenrost. Nicht irgendwelchen Drahtgeflecht, sondern richtigen Lattenrost. Und da haben wir hier oben angesetzt. Darf raten? Stauraum für Glasflasche. Platz für zwei Flaschen. Das Gefäß. Ja. Und Stauraum für zum Feuerlöscher oder aber Kleinkrams wie Kabel, Stecker, Adapter, Wassertrommel, was man braucht für die Standardversorgung. Da lässt sich hier alles wunderbar verschwinden. Ja, auch Handlichter, ne? Doppelverriegelung, da ist Klapper und Shepard und Make-Off-Schranke, da hat Apple. Jetzt nicht mehr. Ne? Ist alles ordentlich massiv und vernünftig. Und, wenn wir gesehen haben, also richtig mit Gummidichtung. Das von außen die Kälte auch. Wir wissen ja, beim Gas haben wir immer einen freien Zug nach unten hin
sollte eine Flasche aus irgendeinem Grunde undicht sein, kann das Gas nach unten verschwinden und kommt nicht in die Fahrgastzelle. Auch hier haben wir richtige Gummidichtung, nicht irgendwelche schaumgummige Lumpe, sondern richtige Gummidichtung, die auch dafür sorgen, dass das Gas tatsächlich auch da drin bleibt und nicht in den Fahrgastraum kommen kann. Ja, saubere Sache. Ja. Da liegt unsere Kurbel für die Markise. Haben wir oben zwei Halterungen, da gehört sie normalerweise hin. Und für den schnelleren Gebrauch haben wir jetzt die Kurbel mal da hingelegt. Ja. Zur Haken, um da auch Gepäck verstauen zu können. Und wenn du ein bisschen in der Hocke gehst, haben wir unten rechts und links auch nochmal einen kleinen Stauraum und Zugriff auf Wassertank. Die Türen im Heck sind auf drei Türen. Das heißt, wenn ich da mal irgendwo ein bisschen mehr Freiraum brauche, dann ist die komplett beide Seite. Von der Seite, von innen, mit dem Riegel, dass sie auch von innen die Tür. Alle Fenster mit Bedunkelung oder Skito. Also alles mit Haut machen, scherben lassen. Mit Sicherheitsverriegelung, das heißt, diese Fenster lassen sich nur öffnen, wenn ich diesen kleinen Rundknopf drücke. Wenn ich den drücke, passiert gar nichts. Und ich habe bei diesen Fenstern eine Doppellösung, die man hier oben drauf tut. Man sieht hier einmal an, die, an den Fenstern. Jetzt aber. Ah ne, ich stehe davon. So, ich habe hier diesen Gurt, dass mir das Fenster keiner vom Wind oder ähnlichem, ich mache mal wieder vorsichtig ein bisschen mehr Platz. So, das Fenster kann nur so ein Stück öffnen oder so viel, wie ich es eben am Raum hier gebe. Ich kann also keinen Windschlag mit meinem Fenster flöten gehen. Und gehen wir noch mal in den Rund. Ich kann an dem Fenster hier wunderbar eine Zwischenposition anschließen, drücken und kann ihn hier verriegeln. Das Fenster ist jetzt einen Millimeter offen, das ist wunderbar für nichts. Von draußen kann keiner rein. Ich habe ein bisschen frische Luft, die reinkommt und habe alle Fenster trotzdem sauber verriegelt. Kann ich bei jedem Knopf machen, auch da wieder ne, den roten Knopf drücken, damit es rüberkommt. Ich schiebe den hier zwischen die Mittelfuge und dann ist das Fenster für Frischluftzufuhr ideal verschlossen. Und trotzdem offen. Und wenn es ganz verschlossen werden muss, dann wieder komplett davor, Knopf drücken, kann ich den rüberfahren. Ja, das funktioniert noch richtig gut, weil das funktioniert leider neu. Und schon ist wieder alles zu. Auch wieder alles neu? Funkel, nein, ein neues Auto, hat 60 Kilometer gelaufen, genau der Pepper, den wir uns schon angeschaut haben. Und von daher, jetzt wie es kommt, er macht zuerst. Auto mit Anhängerkupplung, weil wir hinten auch diese Hecktüren, kein Fahrradfänger montieren wollten, um da Schaden abzuwenden, haben wir eine Anhängerkupplung montieren lassen und können dann sowohl einen Anhänger auf Motorrad oder jeden anderen Sportanhänger da hinten dran kommen oder ein großer Lastanhänger oder der Fahrradträger. Ich kann auch mit der Fahrradträger. Den Fahrradträger muss ich selber haben oder bekomme ich auch bei euch? Sowohl als auch. Wir haben Fahrradträger, die wir zur Verfügung stellen. Wenn es der eigene ist, ist auch kein Problem. Nummernschild gibt es dabei, passend zum Fahrzeug. Ja, an alles gedacht. Ja, ja, ist wichtig. So. Wenn ihr nehmen müsst, dann können wir gerne mal das Auto kaufen. Wir gehen mal hier in den Schatten. Riesige Markise mit einer riesen Außenleuchte, LED-Lampe. Wow. Auch mit dem da, das ist kein Glück draußen, wenn ich meine Stühle und Tische aufgebaut habe. Ja, eine Thule Omnistor ist auch eins der besseren Modelle. Ja. Das sind von oben alle sieben Markise. So, hier haben wir das. Rauskommen. Ja, schauen wir mal rein. Ne? So, der im ersten Eindruck kleine Wagen offeriert sich hier als Größe und zeigt auch seine Größe. Man hat also viel freien Raum, in dem man sich bewegen kann und auch mal bequem, wie ich immer schon sage, eine Hose anziehen kann, ohne dass man links und rechts hängen bleibt. Das Bett ist von allen Seiten bequem auszusteigen, wenn man da mal raus und rein will. Keine unnötigen Tunnel. Wir haben oben irre viel Stauraum für die Küche und natürlich auch hier ein Gasherd mit Bierzündung. Mhm. Zwei Flammen.
Ja, ein zweiflammiger. Ist bei Kastenwagen eigentlich Standard. Ja. Und auch hier lässt Reinsbasic nicht lumpen. Ein Wasserhahn, der auch ein bisschen wie ein Wasserhahn aussieht und nicht wie so ein Mannequin ist. Ja? Verrückt. So, dann machen wir den zu. Den Kühlschrank haben wir da auch schon drunter. Da müsstest du mal da vorne den Arm machen. Haben wir schon gesehen. Sehr schön. Und wenn du ins Bad gucken willst, das ist ein kleines Highlight hier im Auto. So ein kleines Auto, so ein großes Bad, ist ganz, ganz fulminant. Ja, ich sag mal, es macht von außen schon so einen richtig soliden Eindruck. Ein bisschen exklusiver, ja. Ich denke, wir warten noch mal. Gerne. Mit dem Bad. Lass uns vorne über die Sitzgruppe reden. Gut. Das Beste zum Schluss, oder? Ja, hast auch recht, hast auch recht. So, zur Sitzgruppe. Bei der Sitzgruppe haben wir zwei Drehsitze in klassischen, nicht Standardpolster, sondern Fahrzeugpolster gehalten. Nicht in diesem einfachen Sitzpolster, wie es bei den Schnellhaus ist, sondern auch im Fahrgastpolster. Das ganz Tolle ist, bei der Sitzgruppe, wir haben vier gut Sitzplätze. Und damit auch hier zwei Leute über eine längere Strecke bequem sitzen können, kann man dieses untere Sitzpolster leicht annehmen, den ganzen Sitz nach vorne ziehen, wieder einlassen. Und dann sitze ich auch richtig bequem und entspannt, auch wenn es mal über 3, 4, 5 Kilometer geht. Denn bei der steilen Sitzbank, da müssen wir alle, da machen die Bandscheiben irgendwann Beifahrt. Ja, für unser Alter ist das nichts. Ist das nichts mehr. Und so können wir schon ein bisschen bequemer und entspannter unterwegs sein. Auch wieder ein kleines Detail. Ja, das sind so diese so einfach, aber ja, mitgedacht. Effektiv, ganz genau. Das sind diese Einspiel-Sachen, die einen immer so ein bisschen wieder ins Staunen versetzen. Ne? Gut, aber eine Staubklappe oder keine Staubklappe, sondern unser Wartungsfach, wo wir Hähne haben für verschiedene Gasanwendungen, Zuleitungen, Abspielhähne und können dann auch wirklich in Reparaturarbeiten mit Wind dran kommen, ohne irgendwelche Schwerstverhängungen zu machen. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch wieder den Postwächter, der auch super gut erreichbar ist und ohne große Druckübungen einzustellen wird. Ja, ich sehe, auf dieser Seite haben wir dann auch wieder drei Schubladen. Richtig. Obwohl es ja eigentlich hier ein Thema für die Frau ist. Auch die wieder Reinsbergmäßig mit. Na, hat keinen Selbstverschluss. Hätte ich jetzt gesagt, hat er. Hat er nicht. Der ist dem Pepper unterlegen. Der Pepper hat einen Selbstverschluss. Ja, ist ja auch kleiner. Ja, und es muss alles ein bisschen unterkommen. Wenn sie dir den nicht mit Selbstverschluss verkauft haben, ist ja auch alles gut. Weil selbst verriegeln tut er, ne? Ja, verriegeln tut er. Und wer dann mit seinem bunten Zettelchen, auch nochmal den Charakter vom Schwarzen haben, ich weiß wohin, da hat auch Reinsberg für die Leute ein Staufach geschaffen, da lässt sich einiges reinpacken. Und was ganz wichtig ist, da sehen wir auch kein Presspappe, wir sehen richtiges Birkensperrholz, also wirkliche Sperrholzplatten und man beachtet die Stärke, das ist mehr wie ein Zentimeter. Das sind nicht diese billig Presspappe-Dinger, sondern hier ist wirklich Sperrholz verarbeitet. Ja. So. Und jetzt? Nein, Kühlschrank. Kommen wir in den Kühlschrank. Genau. Für den gemütlichen Abend, wie man sie mit einem Fläschchen Wein auf dieser gemütlichen Sitzgruppe da vollziehen kann, kann man sich auch so ein bisschen gegen das unangenehme Schmarotzervolk schützen. Da hält Moskitos draußen. Das habe ich jetzt inhaltlich verstanden. Und dann diese Blutsauger kommen, die lassen sich damit abhalten, Ende auszuschleppen. Abends auch noch ein bisschen bei der gemütlichen Schlummerstunde, wo man noch mal eben in die Zeitung oder ins Handy guckt, Musik zu untermalen, hat Reinsberg hier hinten im Heckbereich, links und rechts, das Soundsystem auch noch mal reingebracht. Wenn du ein bisschen rechts hinten in die Ecke reinzoomst, da siehst du den Lautsprecher rechts und links. Das ist für die sehr guten Soundsystem. Kannst du da einen schlafen. Ja. Wenn einer seinen Laptop sucht, das liegt hier. Sind wahrscheinlich die Unterlagen vom Fahrzeug. Das sind die Großanweisungen, wer verlange mal nicht im Schlafraum, der kann aber viel lange viel lesen. Ja, also auch vier große Stauräume noch hier im Heckbereich. Und jetzt kommen wir zu dem Raum der Räume in diesem
kompakten Freizeitmobil. Kastenwagen. Kommt jetzt das eins der Highlights im Kastenwagen. So ein geräumiges Bad auf so einem kleinen Fahrzeug. Wow. Also 5,40 Meter Kastenwagen. Ein Riesenspiegel. Der Wasserhahn umbaubar zum Duschkopf und Duschwanne mit zwei Auslässen, sodass man auch mal leicht schräg stehen kann. Auch hier noch zwei sich verschließende Fächer. Also, da hast du wirklich nicht zu viel versprochen. Ja. Wenn du jetzt noch einmal rumsteckst, hier oben die Bedienpaneele an. Auch da ist wirklich alles an Informationen gegeben. Ja, wieder ein CP Plus Bedienteil, Truma. Und dann einmal die Gesamtübersicht für den Rest des Fahrzeuges. Auch nochmal USB-Anschluss. Auch hier vorne alles wirklich toll. Jeder Raum genutzt. Auch nochmal mit einer Kunststoffkante, dass man oben was reinstecken kann. Die Frontscheibe, also das Frontfenster, lässt sich hier oben auch nochmal separat verdunkeln. Hier auch kleine Ablageflächen. Jo, feine Sache.